Ja, das ist eine gute Frage. Also unser Familienbetrieb besteht mittlerweile seit 30 Jahren und was sich meine Vorgänger da überlegt haben, weiß ich nicht genau. Heute muss ich sagen, ist das einer der schönsten Berufe, die ich mir vorstellen kann, weil man ja jede Menge Leute einfach glücklich macht mit ja, Feuer im Eigenheim. Was ist der Unterschied zwischen einer Heizung und einem Kaminofen? Ja, es sind große Unterschiede, würde ich sagen. Heizung ist eigentlich Mittel und Zweck und Kaminofen ist einfach Atmosphäre und heizt zusätzlich noch. Jetzt sind wir natürlich nicht in einem ganz normalen Laden, sondern in einer Lagerhalle. Warum? Ja, das ist eine Idee, die uns eigentlich so vor 5 Jahren gekommen ist. Wir hatten eigentlich immer eine reguläre Kaminofenausstellung, aber da war es einfach so, dass wir nie so viele Modelle ausstellen konnten, wie wir es wollten. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir machen. Und dann haben wir einfach mal so ins Blaue überlegt und gesagt, von wegen, ja, lass uns doch einfach eine große Halle nehmen und packen alle Öfen rein, die wir uns so vorstellen können. Naja, und aus dieser, ich sag mal, Laune ist dann eigentlich schnell ein konkreter Plan geworden. Ja, und heute haben wir eine umfangreiche Ausstellung, die seinesgleichen eigentlich sucht. Nicht einzigartig, ich kenne das aus Wadenburg, es hat so ein bisschen Messeflair, ne? Ja, muss man so sagen. Ist eigentlich immer jedes Wochenende wie eine kleine Messe. Ja, und die Leute nutzen das natürlich auch. Ne? Hast du gerade schon angesprochen, Wochenende. Warum nur samstags geöffnet? Ja, das hat sich eigentlich daraus ergeben. Wir hatten ja damals noch die andere Ausstellung, die wir unter der Woche geöffnet hatten und hatten dieses hier einfach als ja, zusätzliche Geschichte angedacht gehabt. Und dann hat sich es einfach so rausgestellt, ja, die Leute kommen einfach nur noch samstags und haben auch dann wirklich die Zeit, um sich intensiv beraten zu lassen. Und das wird total gut angenommen von den Kunden. Und darauf haben wir es auf samstags reduziert. Und unter der Woche sind wir dann halt unterwegs und bauen unsere Öfen aus. Wir machen Schornsteinmontagen, Baustellentermine und natürlich auch Wartungen und Reparaturen an den Öfen. Ich meine, es ist ja auch eine große Entscheidung, sich so einen Ofen zuzulegen eigentlich, ne? Wie beim Auto. Ja, die Entscheidung ist eigentlich meistens schnell da, der Wunsch ist immer schnell da. Bloß für viele Leute ist es halt immer die Überlegung, ja, wie viel will ich ausgeben für einen Kaminofen? Das erleben wir immer wieder. Und da sind wir natürlich in der glücklichen Lage, dass wir den Leuten da ziemlich entgegenkommen können. Also wir haben da eine Bandbreite, da ist eigentlich für jeden was dabei. Ich habe vorne aber auch gelesen, am Eingangsschild vorne an der Hauptstraße steht ein Outlet. Ne? Das hat immer so ein bisschen was von günstig. Ja, so ist es gedacht. Also zum einen haben wir Auslaufgeräte eben im Programm, die halt abgelöst wurden durch Nachfolgemodelle. Aber wir haben auch die neuesten Modelle, die jetzt momentan gerade erst rausgekommen sind. Also es ist alles dabei. Also vom Designkamin bis zum alten rustikalen Kaminofen, Gussofen ist die ganze Bandbreite vertreten. Wie groß ist dein Einzugsgebiet? Ja, unser Einzugsgebiet, also ich sag mal, Elsfleth ist natürlich in so einem kleinen Dreieck, ich sag mal zwischen Bremerhaven, Bremen, Oldenburg. Und dieses Dreieck nutzen wir auch voll aus und auch noch was drumherum ist, muss man ganz klar sagen. Weil mittlerweile ist es so, durch den Wesertunnel, die Leute sind mobil, kommen auch schnell mal eben über die Weser rüber. Und die Werbung ist auch eine ganz andere mittlerweile. Man kann halt durch Internetwerbung auch kostengünstig werben, sodass man viele Leute erreicht. Warum gerade Elsfleth? Was macht Elsfleth für dich als Unternehmer eigentlich aus? Ja, eben wie gesagt, wie du schon sagtest, wir haben es eben schon gesagt, wir liegen mittendrin. Also wir haben eine nahe Anbindung zu Oldenburg, zu Nordenham, zu den anliegenden Kreisen. Wir sind mitten im Landkreis Wesermarsch. Wir sind aber auch keine 20 Minuten von Bremen entfernt. Das muss man auch sagen. Daniel, wenn ich jetzt einen Ofen habe, dann und ich kann ja nicht Wald abholzen, damit ich was Brennbares an Material habe zu Hause. Bekomme ich das auch bei dir oder wo muss ich da irgendwie illegal? Also illegal schon mal gar nicht. Nein, also mittlerweile gibt es eine große Holzindustrie, also wir vermitteln da gerne auch Adressen. Aber es ist natürlich auch möglich, mit den Öfen eben Briketts zu verbrennen. Die kriegt man mittlerweile auch schon im Baustoffhandel. Oder Pellets ist natürlich auch eine sehr dankbare Geschichte. Die kann man dann sackweise quasi den Ofen zuführen. Ach, das kann ich auch anstatt ein Stück Holz, kann ich da Pellets? Verständlich, also Pelletöfen wird immer mehr, kommt immer mehr in Trend. Und da gibt es auch mittlerweile auch eine große Bandbreite an Modellen, die wir selber eben auch hier ausgestellt haben. Sehe ich dann trotzdem noch durch Sichtfenster das Feuer lodern? Aber selbstverständlich. Die Romantik bleibt? Die Romantik bleibt, ist ganz wichtig. Das ist das A und O beim Ofen.